Themenmangel haben die EU-Staats- und Regierungschefs bei dem Gipfeltreffen in Brüssel nicht. Da ist der anhaltende Streit mit Polen über seine Justizreform, gleichzeitig aber auch Warschaus Problem mit der Migration über Belarus. Auch darüber wird sich Bundeskanzlerin Merkel am Rande des Gipfels mit ihrem polnischen Amtskollegen Morawiecki unterhalten. Und dann sind da noch die rasant steigenden Energiepreise. Eine zunehmende Gefahr für das Großprojekt der Energiewende in Europa, den Green Deal. Dem Gasengpass in Europa könnte dabei die Inbetriebnahme eines umstrittenen Projekts entgegenwirken. Nord Stream 2 bleibt umstritten. Die Pipeline mache Deutschland und die EU noch abhängiger von russischem Gas, heißt es. Und dennoch könnte sie Europa aus seiner aktuellen Energiekrise befreien. Die Pipeline ist fast fertig und wartet auf ihre Genehmigung. Die wolle der staatsdominierte Konzern Gazprom geradezu erpressen, lautet bei manchen sogar der Vorwurf. Es gibt noch keine Entscheidung. Aber natürlich, wenn wir über diese Route die Lieferungen steigern könnten, und das ist 100% so. Wir können das mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Spannungen im europäischen Energiemarkt deutlich nachlassen würden. Und das würde auch die Preise deutlich senken. Er hätte also sein Ziel erreicht. Noch mehr Gas nach Europa, noch mehr Abhängigkeit und viel Geld in die Staatskasse Russlands. Bis dahin aber ächzt die EU unter den hohen Energiepreisen mit ernsten Folgen. Für die Haushalte. Sie stehen vor viel höheren Ausgaben. Von Energiearmut ist bereits die Rede. Nach der Corona die Energiekrise und niemand weiß, wie kalt der Winter wird. Für die Industrie. Der dringend benötigte Aufschwung nach Corona könnte abgewürgt werden. Energieintensive Betriebe warnen bereits vor einer ernsten Wirtschaftskrise. Alarmstufe also auch hier. Die EU-Kommission schlägt vor dem EU-Gipfel vor, unter anderem staatliche Beihilfen für die Industrie, Energiezuschüsse für die Haushalte, Steuersenkungen auf Gas und Benzin. Der Winter kommt und viele Stromrechnungen werden höher sein als in den letzten Jahrzehnten. Mehr Strom und Gas bringen die Vorschläge allerdings auch nicht in die EU. Folgen hat die Lage auch für die geplanten Klimaschutzmaßnahmen. Die Akzeptanz könnte schwinden, wenn Preise noch weiter steigen. Manch einer nutzt die aktuelle Situation bereits aus, um gegen Klimaschutzpläne in der EU vorzugehen. Das Problem für Ungarn ist, die neuen Regulierungen zum Green Deal sind eine indirekte Besteuerung für Immobilien- und Autobesitzer. Das ist nicht akzeptabel. Frankreich hingegen möchte, dass seine alten Atommeiler unter die Klimaschutzmaßnahmen fallen und entsprechend gefördert werden. Beim Gipfel heute liegen die Meinungen also weit auseinander. Ihn wird es freuen, die Europäer brauchen Putin und das Gas. Michael Grütz in Brüssel. Ja, mit welchen Maßnahmen könnten die Regierungschefs beim Thema Energiepreise denn gegensteuern? Nun, das ist nicht so wirklich viel, was man da hat. In der sogenannten Toolbox, in dem Werkzeugkasten der EU-Kommission, gibt es einige Vorschläge, die zum Teil auch schon angewendet werden. Dazu gehören beispielsweise Energieschecks. Das macht man in Frankreich, auch in Spanien will man das anwenden, damit Haushalte entlastet werden zum Beispiel. Eine soziale Flankierung hat heute auch die Bundeskanzlerin auf dem Gipfel bereits für Deutschland ins Gespräch gebracht, wenn denn die Preise weiterhin so hoch sind und Haushalte wirklich belasten. Und einen dritten Vorschlag hat die Kommission vorgeschlagen. Da geht es darum, die Steuern doch von den Energiepreisen ein Stück weit runterzunehmen. Da ist tatsächlich einige Luft drin, denn auf viele Energieformen, zum Beispiel auf Gas in Deutschland, sind 25% ungefähr an Steuern. Im Europaschnitt ist es jeweils ungefähr ein Drittel. Da sei doch einiges möglich, denn die Länder verdienen ja bei den hohen Preisen durch die Steueranteile auch relativ gut mit. Also inwieweit das aber dann am Ende zielführend ist, das muss man abwarten. Das hängt erstens davon ab, wie kalt der Winter wird. Und das Zweite ist, alles, was man da rausgibt, schlägt natürlich auch auf den Haushalt der einzelnen Mitgliedstaaten. Und die sind durch die Corona-Krise eh schon sehr hoch verschuldet. Also es ist ein Dilemma, das noch sehr schwierig zu bewältigen wird. Es gibt ja auch die Idee, wieder auf Atomenergie zu setzen und das mit EU-Fördermitteln. Wie groß ist die Unterstützung für diesen Vorstoß?
Nun, der französische Präsident Macron drängt sehr massiv, seit dem Frühjahr spätestens schon darauf, mit Briefen an die Kommission und an die Kollegen in der EU die Atomenergie tatsächlich wieder ins Gespräch zu bringen und auch zu fördern. Da geht es natürlich um viel Geld, das dann für Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben werden soll. Aber soll es eben auch für Atomenergie ausgegeben werden? Darin wird ja unterstützt von Ungarn beispielsweise, auch von Polen, von Tschechien. Dort spielt die Atomenergie eine Rolle oder soll künftig eine Rolle spielen. Man kann eins nicht verhehlen, die Atomenergie ist CO2-frei, fast jedenfalls. Und in Frankreich gibt es nun mal sehr viel von dieser Energieform. Folglich wird das nun propagiert. In Deutschland stößt das natürlich auf eine neue Regierung, die Atomenergie gerade erst abgeschafft hat und die letzten Meiler abschalten will. In Österreich stößt das auch nicht gerade auf Zustimmung. Und dieser Konflikt, der wird ein Stück weit im Moment ausgeklammert. Das will man nicht so offen diskutieren. Aber Frankreich ist sehr massiv dabei, das wiederbeleben zu wollen. Heißt das am Ende, die Klimawende, der Green Deal, ist durch die Energiekrise in Gefahr? Naja, insofern, als dass man ja schon jetzt sieht, wie sehr doch die Akzeptanz bei manchen sinkt, je höher die Preise sind. Und wenn man Klimaschutzmaßnahmen durchführt, ist ja nochmals mit höheren Preisen für Sprit oder für andere fossile Energieformen zu rechnen. Und das zusammengenommen könnte dazu führen, jedenfalls fürchten das sehr viele hier in Brüssel, dass die Akzeptanz noch weiter sinkt. Und das macht die Sache problematisch. Hinzu kommt noch, dass jetzt der Winter drängt und alle Maßnahmen, die man in der EU vorhat, die Erneuerbaren beispielsweise stärker aufzubauen, das sind ja Maßnahmen, die wirken deutlich später als jetzt in diesem Winter. Aber das akute Problem könnte eben genau jetzt auftauchen. Energie ist nicht das einzige Thema bei diesem Gipfel. Worum geht's noch? Ja, das ist dieser Rechtsstaat und Polen natürlich. Das stand eigentlich gar nicht auf der Agenda, hat sich aber so rasant entwickelt in dieser Woche, dass es dann doch Thema wird. Jeder hat es hier erwähnt. Es gibt einen zumindest offenbar im Moment schier unversöhnlichen Konflikt zwischen Polen, dass die grundsätzliche Hoheit des EuGHs nicht anerkennen will für seine Rechtsprechung. Andere Länder fordern das aber von Polen. Polen wird von Ungarn unterstützt und die Bundeskanzlerin warnte dringlichst davor, noch weitere Klagen vor dem EuGH einzuführen, damit man Polen doch irgendwie dazu bringt. Das müsse alles politisch geklärt werden. Da gibt es heute eine Reihe von Vier-Augen-Gesprächen mit dem polnischen Ministerpräsidenten. Eine sehr, sehr schwierige Sache. Es geht wirklich an die Grundfesten der Europäischen Union. Da haben einige Staats- und Regierungschefs keinen Zweifel dran gelassen. Und auch dieses Thema wird zwar Abend füllen, aber sicherlich keine Lösung heute finden und noch ein längerer Prozess werden. Das heißt, es ist nicht damit zu rechnen, dass auf diesem Gipfel Sanktionen gegen Polen auf den Weg gebracht werden? Wohl kaum. Es ist im Moment eher so, dass die Kommission ja die Gelder, die aus dem Corona-Fonds eigentlich für Polen vorgesehen waren, wir reden davon immerhin 36 Milliarden Euro, dass die noch zurückgehalten werden und das schon seit vielen, vielen Wochen in der Hoffnung, dass sich Polen bewegt. Das ist aber nicht der Fall, im Gegenteil. Und insofern spitzt sich dieser Konflikt immer weiter zu. Das heißt, es ist sozusagen gerade eine schleichende Sanktion, die da stattfindet. Weitere Mittel werden heute wahrscheinlich nicht beschlossen. Die meisten Staats- und Regierungschefs unterstützen die Haltung der Kommission in dieser Frage. Und keiner wagt hier eine Prognose darüber, wer wem da entgegenkommt. Die Bundeskanzlerin sagte nochmal, hier geht es wirklich um die Grundauffassung, wie die EU organisiert sein soll. Als eine immer tiefer werdende EU oder als ein loser Zusammenschluss von Nationalstaaten. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Und damit geht es auch tiefer als dieses Thema, das den EuGH und den Rechtsstaatsmechanismus beschäftigt. Danke, Michael Grütz.